Herr Tschentscher, kommt dem Bundesratspräsidenten in diesen Krisenzeiten eigentlich noch eine besondere Verantwortung zu, die über die Präsidentschaften Ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger hinausgeht? Es ist immer wichtig, dass der Föderalismus auch praktisch funktioniert. Und gerade in Krisenzeiten kommt es natürlich darauf an, dass die Abläufe zwischen Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat zeitgerecht, schnell und verlässlich funktionieren. Wir haben gerade heute eine Beratung über das Bürgergeld, eine Vorlage, die wichtig ist, damit sie zum 1. Januar in Kraft treten kann, weil sie auch wichtige Entlastungen enthält für viele Menschen in Deutschland. Und deswegen ist es gut, dass es geklappt hat mit den Lesungen in den beiden Parlamentskammern und jetzt eben auch nach dem Vermittlungsausschuss unmittelbar heute wieder in Bundestag und Bundesrat. Sie sprechen jetzt das Bürgergeld an, als Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat. Das heißt ja immer so schön aus Sicht des Bundesrates, erst das Land, dann die Partei. Nun ist ja dieses Bürgergeld oder ist beim Bürgergeld der Bundesrat ja ersichtlich parteipolitisch instrumentalisiert worden. Ist das eine Ausnahme gewesen oder zeichnet sich da ein Trend ab für weitere wichtige, auch umstrittene Gesetzesvorhaben? Ja, wir arbeiten natürlich nicht im politisch neutralen Raum hier. Wir sind gewählte Vertreterinnen und Vertreter aus Koalitionen, die sich in den Länderparlamenten zusammengefunden haben. Aber wichtig ist ja, dass, wenn man sich die Beratungen einmal anhört, hier im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss, dass über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich den Kern dieses Bürgergeldes die Regierung unterstützen, nämlich den Qualifizierungs- und Ausbildungsansatz, der Vorrang hat vor allem anderen. Und deswegen ist die Diskussion entstanden über einige Nebenfragen, aber der Kern ist vom ersten Tag an breit unterstützt worden. Und deswegen wird das jetzt auch deutlich, nachdem der Vermittlungsausschuss gearbeitet hat, dass es diese breite Zustimmung im Bundestag und im Bundesrat gibt. Jetzt haben Sie in Ihrer Antrittsrede heute gesagt, der Bundesrat soll auch weiterhin für Sachlichkeit in der Diskussion stehen, in der politischen Außendarstellung, der politischen Klasse insgesamt, und zwar als wohltuendes Gegenmodell zu den Aufgeregtheiten, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Ist das das Motto, das Thema, auf das Sie während Ihrer Amtszeit besonders Wert legen werden? Nein, das Motto und die Botschaft unserer Präsidentschaft soll lauten: Horizonte öffnen, weil es gerade in schwierigen Zeiten wichtig ist, mutig und zuversichtlich zu sein und neue Wege zu suchen. Denn wir sind ja in einer sehr schwierigen Zeit mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Energiepreisexplosion und den vielen anderen Fragen des Klimaschutzes und der Digitalisierung, die noch dazukommen. Und in diesen Zeiten sagt die historische Erfahrung aus Hamburg, dass man neue Wege suchen und auch neue Chancen erkennen muss. Darüber hinaus ist es aber wichtig, dass man auch einen guten Austausch, einen konstruktiven Austausch von Argumenten pflegt. Und das ist die Besonderheit hier im Bundesrat. Die Debatten sind nicht spektakulär, sie sind ruhig, sie sind sachlich, aber sie führen wirklich zu einem inhaltlichen Austausch zwischen den Bundesländern, der uns dann insgesamt auch voranbringt. Es lohnt sich immer zuzuhören, wenn hier im Bundesrat gesprochen wird. An die Zuschauerinnen und Zuschauer von Phoenix appelliert, fällt das ja auf fruchtbaren Boden. Kaum jemand weiß so gut, dass durch die Übertragung von Phoenix ja auch hier vor allen Dingen sachorientiert debattiert wird. Zu den Amtspflichten des Bundesratspräsidenten gehört ja auch, dass Sie Stellvertreter unseres Staatsoberhauptes sind. Wir haben schon von Verantwortung gesprochen und der besonderen Situation. Die Stimmung im Land ist auch nicht besonders gut. Gehört es da für Sie auch ganz besonders dazu, jetzt sage ich mal drei Punkte, Integration, Solidarität, Überwindung von Spaltung, dort wo sie existiert, einzutreten? Und wie kann der Bundesratspräsident da in seiner, nicht nur in seinem Amt, sondern auch mit seiner Person einwirken, auch über die Grenzen von Hamburg hinaus natürlich? Na, Personen des öffentlichen Lebens können viel tun, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verstärken. Und unser Bundespräsident sieht es auch als seine originäre Aufgabe an, darauf hinzuwirken. Als Bundesratspräsident kann ich nicht nur in der Vertretungsfunktion, die nach dem Grundgesetz vorgesehen ist, sondern ja auch im täglichen repräsentativen Arbeiten darauf hinweisen, dass wir schon eine Gemeinschaft sind in Deutschland. Ich habe das Beispiel in meiner Antrittsrede erwähnt, dass in Hamburg ein sehr intensiver interreligiöser Dialog gepflegt wird, dass unsere Bischöfin, der katholische Erzbischof, dass der Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde, dass sie gemeinsam mit den islamischen Gemeinden im engen Austausch sind und damit mit der Politik das Zeichen setzen
wir gehören zusammen und wir sind eine Gemeinschaft in Deutschland. Soweit Peter Tschentscher, unser neuer Bundesratspräsident, der seine andere Funktion natürlich nicht aufgegeben hat, die des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.